Hallo, mein Name ist Janika und ich mache gerne Podcasts für Deutschlerner. Unser Thema heute ist Hamburg. Genau, die schöne Stadt Hamburg im Norden von Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Janika und ich mache gerne Podcasts für Deutschlerner. Unser Thema heute ist Hamburg. Genau, die schöne Stadt Hamburg im Norden von Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Janika. Hamburg. Hamburg ist Deutschlands zweitgrößte Stadt. Es ist auch der zweitgrößte Hafen Europas. Schiffe aus der ganzen Welt fahren 100 Kilometer die Elbe hoch nach Hamburg. Hier laden sie die Container aus. Diese werden dann mit Lastwagen an den Bestimmungsort gebracht. Die Schiffe werden gleich wieder beladen und fahren die Elbe hinunter in die Nordsee. Man nennt Hamburg auch das Venedig des Nordens, denn es gibt in Hamburg zahlreiche Kanäle. Die Binnenlaster ist ein großer See mitten in Hamburg. Die Autokennzeichen der Hamburger beginnen mit HH. Das bedeutet Hansestadt Hamburg. Die Hanse war früher ein Zusammenschluss einiger norddeutscher Städte. Wer am Sonntagmorgen gerne früh aufsteht, besucht den Fischmarkt. Hier gibt es frisch gefangene Fische. Man kann auch Obst oder Trödel kaufen. Auf dem Markt hört man noch Plattdeutsch. Weltberühmt ist der Stadtteil St. Pauli mit der Reeperbahn. Ein Reep ist ein anderes Wort für Seil oder Tau. Hier wurden früher die Taue hergestellt. Heute sind dort unzählige Bars, Kneipen, Theater und Nachtclubs, wo sich die Matrosen und die Touristen vergnügen. Das war unser Podcast über Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert doch meinen Channel und lasst mir ein Like da. Bis nächstes Mal. Tschüss. Das war unser Podcast über Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert doch meinen Channel und lasst mir ein Like da. Bis nächstes Mal. Tschüss. Das war unser Podcast über Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert doch meinen Channel und lasst mir ein Like da. Bis nächstes Mal.